So, guten Tag. Ich begrüße Sie zur Veranstaltung Strukturierte und objektorientierte Programmierung. Mein Name ist Thomas Richter. Wir haben das Vergnügen, die nächsten 3 Monate miteinander zu verbringen und uns mit den Grundlagen der Programmierung auseinanderzusetzen. Sie haben jetzt möglicherweise in den letzten Tagen schon die eine oder andere Rede über sich ergehen lassen müssen. Ich möchte das jetzt trotzdem zum Anlass nehmen, nochmal so ein paar Dinge zum Thema Studium, Informatikstudium im Besonderen, so von mir zu geben, in die eine oder andere Anregung oder vielleicht auch Hilfestellung noch zu geben. Also erstmal herzlichen Glückwunsch, dass Sie sich entschlossen haben, Informatik zu studieren. Das ist ein guter Plan. Sie sehen ja die gesellschaftlichen Entwicklungen, die zum einen sehr volatil sind in letzter Zeit. Also Dinge, die wir lange für gesetzt gehalten haben, ändern sich mit rasender Geschwindigkeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite die technologischen Entwicklungen, die natürlich ihre Entscheidung, Informatik zu studieren, hier sehr entgegenkommen. In diesen Zeiten ist das Beste, was Sie als junge Menschen hier mitnehmen können, eine gute Ausbildung. Da besteht, denke ich, kein Zweifel. Und das Schöne daran ist, Sie bekommen das von der Bundesrepublik Deutschland praktisch geschenkt. Ja, es ist kostenlos. Da muss man sich auch immer mal wieder bewusst machen, dass das eben eine sehr komfortable Situation ist, in der Sie sich befinden. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, Sie müssen sich mit aller Kraft und voll hier einbringen. Ja, also Ihr Job ist es, sich darum zu kümmern, dass für Sie im Prinzip der Laden läuft. Was heißt das ganz konkret? Ich weiß jetzt nicht, wie viele von Ihnen Eltern haben, die schon studiert haben, ältere Geschwister haben, die schon studiert haben. Diejenigen werden so ungefähr wissen, wie der Hase läuft. Für die anderen will ich mal so ein paar Einblicke geben, wie so eine Hochschule so funktioniert. Also ein bisschen abseits von den ganzen Hurra und alles ist großartig Reden, die Sie so in letzter Zeit gehört haben. Also so eine Hochschule funktioniert erstmal grundsätzlich anders als Schule das tut. Sie sind heute hier, weil Sie sich entschlossen haben, Informatiker zu werden. Und Ihr Berufsleben hat heute angefangen. Das wäre schon mal ganz gut, wenn Sie sich das bewusst machen. In dem Zusammenhang stehen eine ganze Menge andere Dinge, die... hallo. Thomas Richter, guten Tag. Angelina Besser. Wie? Angelina Besser. Besser. Schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Nehmen Sie Platz, lassen Sie sich Zeit. Wir haben genügend davon. Was hatte ich gerade gesagt? Genau, Berufsleben angefangen. Hier werden, also wie gesagt, so eine Hochschule funktioniert so ein bisschen anders. In der Schule hat sich immer noch ein Lehrer darum gekümmert, dass Sie sich zu einer Klausur anmelden, dass Sie hinkommen, dass Sie irgendwelche Dinge tun. Das ist hier nicht so. Ja, Sie sind hier aus freien Stücken, Sie sind erwachsen, Sie kümmern sich um sich selbst. Das bedeutet, ob Sie hierher kommen oder nicht hierher kommen, das interessiert eigentlich niemanden. Also es ist jetzt auch gar nicht irgendwie abfällig gemeint oder ignorant gemeint, sondern es ist einfach tatsächlich so. Sie entscheiden selbst, wann Sie kommen, ob Sie kommen und mit welchem Einsatz Sie diese Sachen hier verfolgen. Das bedeutet, Ihnen trägt niemand was hinterher. Das ist auch anders als in der Schule. Sie sollten also am Semesteranfang immer wissen, welche Termine in diesem Semester anstehen. Wann müssen Sie sich für die Prüfung angemeldet haben? Spätestens. Ja, dafür gibt es feste Fristen. Wenn Sie diese Fristen nicht einhalten, treten Sie ein Jahr später zur Prüfung an. Wann müssen Sie sich rückgemeldet haben? Wann finden Testate statt? Solche Themen. Klären Sie das am Anfang. Ja, tragen Sie sich das in Ihren Kalender ein, dass Sie solche Dinge nicht vergessen.
Es gibt verschiedene Zuständigkeiten für verschiedene Fragen. Ich bin für Fragen zuständig, die sich so im Großen und Ganzen darum drehen, warum bei der Rekursion die Abbruchbedingung am Anfang stehen muss und nicht am Ende. Oder wie Schleifenbedingungen beschaffen sind. Der Herr Hünniger ist ein Mitarbeiter unserer Fakultät, der hier die Übungen und die Praktika betreuen wird. Der ist für so Fragen zuständig wie, muss ich zum Testat noch kommen oder nicht? Mein Computer kann keine Umlaute anzeigen. Können Sie mir irgendwie helfen? Im Zusammenhang mit Eclipse natürlich, also mit unserer Entwicklungsumgebung. Ich komme mit der Übungsaufgabe XYZ nicht weiter. Können Sie ihn und mich fragen? Solche Themen, also alles, was die Organisation dieser Lehrveranstaltung betrifft, ist der Herr Hünniger der richtige Ansprechpartner. Alle Daten, die Sie dazu benötigen, stehen im Moodle. Die Kurs-ID ist 5099. Danke. Nee. Dort finden Sie alle Informationen, die Sie brauchen. Ich nehme an, den Moodle-Server haben Sie schon gefunden. Für Fragen wie, warum kann ich mich nicht für die Prüfung anmelden? Warum sind die Termine für die Prüfungsanmeldung so kurzfristig? Warum hat Schalke gegen BVB verloren? Bin ich nicht zuständig? Ist Herr Hünniger nicht zuständig, sondern eher noch das Prüfungsamt? Aber unser Thema sind die Inhalte und die Organisation dieser Lehrveranstaltung. Ja, Sie sind mehr als 100, wir sind nur zu zweit. Das heißt, es ist notwendig, dass Sie sich an die Stellen wenden, die für die jeweiligen Fragen zuständig sind. Jetzt hatte ich schon was gesagt über gute Ausbildung und dass das eine gute Idee ist. Im Gegenzug dazu, dass Sie sich voll einbringen, geben wir uns die größte Mühe, dass Sie das hier auch schaffen. Ja, so ein Studium funktioniert so ein bisschen wie die Olympischen Spiele. Es dürfen alle teilnehmen, aber nicht alle kriegen Medaillen. Das heißt, nicht alle werden möglicherweise, es ist zu hoffen, dass es anders ist, aber wahrscheinlich wird es nicht so sein, nicht alle werden den Abschluss schaffen. Das bedeutet nicht, dass Sie nicht studierfähig sind oder dass Sie zu doof sind oder so, sondern das bedeutet in dem Fall möglicherweise, dass Sie sich entweder nicht ausreichend eingebracht haben oder aber, dass Sie einfach das Falsche studieren. Sowas kann passieren, das ist nicht schlimm. Ja? Man kann sich einfach, der Studiengang heißt Medien- und Kommunikationsinformatik, der andere heißt E-Government, das klingt jetzt auf den ersten Blick mal nicht so nach Informatik, tatsächlich sind es aber Informatikstudiengänge. Das kann schon mal sein, dass man sich falsch entscheidet. Das ist nicht weiter schlimm. Schlimm wäre es, wenn Sie jahrelang eine Entscheidung, was anderes zu studieren, vor sich her schieben. Ich habe im letzten Sommer ein sehr eindringliches Erlebnis gehabt. Dort hat ein Kommilitone eine Veranstaltung, die aus dem zweiten Semester stammt, endgültig nicht bestanden, und zwar im 12. Semester, nach 6 Jahren. Das bedeutet, der kann jetzt in Deutschland nicht mehr Informatik studieren. Das ist kein schöner Tag gewesen. Also für mich nicht, für den Herrn natürlich insbesondere nicht. Und mein Rat ist, wenn Sie merken, das hier ist nichts für Sie, dieses Thema, suchen Sie sich schnellstens Beratung. Wir beraten Sie auch gern, was Sie alternativ machen können. Ja, ich möchte Ihnen auch keine Angst machen, darum geht es nicht. Sondern ich möchte Ihnen wirklich den Rat geben, wenn Sie merken, wenn Sie morgens aufwachen und denken, oh Gott, jetzt muss ich wieder dahin. Ja, das gibt's. Das haben wir alle, die wir Informatik studiert haben, in unserem eigenen Studium erlebt, dass links und rechts von uns die Plätze plötzlich leer geworden sind. Dann treffen Sie schnell eine Entscheidung. Nach einem Jahr ist das überhaupt kein Problem. Nach 3 Jahren kommt man in Schwierigkeiten. Man muss dann Erklärungen langwieriger Natur gegenüber der Familie abgeben.
Man muss sich viel mehr um seine Finanzierung kümmern, als man das jetzt vielleicht muss. All diese Themen. Denken Sie daran. Wenn Sie merken, das hier geht nicht in die richtige Richtung, dann tun Sie was anderes. Auch eine Sache nicht vergessen, wie gesagt, Ihr Berufsleben fängt heute an. Es wird so nach jetziger Erwartung in der Größenordnung von 50 Jahren dauern. Die Frage ist, will man denn wirklich 45 Jahre lang was machen, wo man keinen Spaß dran hat? Ja, selbst wenn man das mit Ach und Krach vielleicht schafft. Wie gesagt, das ist der Rat, den ich auch meinen eigenen Kindern geben würde. Wenn Sie merken, das ist nichts, suchen Sie sich Beratung, fragen Sie uns, fragen Sie die Studienberatung, was Sie tun können. Gut, das waren so ein bisschen, war so ein bisschen ein leichter Ausflug in die Dinge, wie das Studium so funktioniert an der Hochschule. Studium ist natürlich nicht nur Berufsleben, Studium ist natürlich auch eine schöne Zeit, ja, also man kann es auch mal richtig krachen lassen. Man muss jetzt nicht zugetrönt mit einem geklauten Auto durch die Fußgängerzone brettern, aber man muss auch ein gesundes Maß an Feierlichkeiten natürlich finden. Das haben wir auch alle durch und erlebt. Entscheidend ist nur, dass Sie im richtigen Moment die Kraft wieder auf die Straße bringen. Worum geht es jetzt hier in dieser Lehrveranstaltung? Also im Informatikstudium an sich geht es ja viel um so Themen wie Abstraktion, um Logik, um Mathematik. Also idealerweise haben Sie Mathematik und Informatik Leistungskurs im Abitur gehabt, dann werden Sie es hier relativ leicht haben. Die anderen werden mehr zu tun haben. So eine Veranstaltung im ersten Semester ist eine ziemlich heterogene Angelegenheit. Das heißt, wir haben hier Teilnehmer sitzen, die schon 5 Apps im App Store oder im Play Store veröffentlicht haben und ganz genau wissen, wo der Hase langläuft. Und wir werden auf der anderen Seite einige von Ihnen haben, die noch nie eine Zeile Programmcode geschrieben haben. Und in diesem Umfeld versuche ich, ein Tempo zu finden und ein Anforderungsniveau, was Ihnen allen gerecht wird. Wenn Sie das alles schon können, ein Rat, achten Sie darauf, dass Sie die Stelle finden, an der Sie wieder rein müssen, wo die Dinge passieren, die Sie noch nicht kennen. Das wird ganz sicher so sein. Ja? Also lassen Sie es nicht zu lange schleifen, sondern achten Sie darauf, dass Sie die Stelle finden, wo Sie wieder in die Thematik reinkommen. Wir werden uns hier ganz viel mit Zahlen auseinandersetzen, also wir werden viel rechnen, wir werden viel zahlenbezogene Fragestellungen haben. Wenn Sie nicht genau wissen, ob Sie dieser Sache gewachsen sind, schauen Sie sich mal an, es gibt einen Online-Mathematik-Brückenkurs, der heißt OMB Plus, das finden Sie, wenn Sie danach googeln. Der ist federführend von der RWTH Aachen entwickelt worden. An den Voraussetzungen, die dort so gestellt werden, sollten Sie sich orientieren. Im Großen und Ganzen sollten Sie das beherrschen, was in diesem OMB Plus Kurs so abgefragt wird. Ja, da sind auch so Selbstlerneinheiten drin. Da kann man sich eigentlich ganz gut überprüfen. Das ist mein Rat, wenn Sie einmal schauen wollen, wo Sie so stehen. Der Vorteil bei diesem Online-Brückenkurs ist, dass man ihn eben auch nach den eigentlichen Brückenkursen noch sozusagen bearbeiten kann. Das ist so ein E-Learning-Format. Ja, was haben wir noch zum Verlauf des Studiums oder dieser Lehrveranstaltung? Die ist in 3 Teile geteilt. Wir haben einmal die Vorlesung, das ist heute hier. Dann haben wir Übungen. Das heißt, Sie bekommen jede Woche Übungsaufgaben von uns, die Sie lösen sollten. Der erste Schwung liegt dort auf dem Stuhl, die werden immer dort ausgedruckt liegen. Nehmen Sie sich ein Blatt mit und fangen Sie sofort an, das zu bearbeiten, wenn Sie zu Hause sind. Ansonsten gibt es die Blätter natürlich auch noch im Moodle. Ankündigungen
die zu der Lehrveranstaltung gehören, werde ich im Moodle in das Nachrichtenforum einstellen. Das heißt, wenn Sie sich in den Moodle-Kurs einschreiben, bekommen Sie dann immer E-Mails, wenn ich irgendwelchen Senf dann von mir gebe. Ja, das werden im Wesentlichen Terminänderungen sein, das werden so Dinge sein, wo ein besonderer Modus mal für die Veranstaltung vorkommt und dergleichen mehr. Also es sind so erfahrungsgemäß im Semester so zwischen 7 und oder zwischen 5 und 8 Nachrichten, die ich darüber versende. Und es gibt neben den Übungen noch ein Praktikum, wo wir im Computerlabor praktisch programmieren. Für dieses Praktikum gibt es extra Aufgaben, die nennen sich Mini-Projekte. Die stellen wir Ihnen über ein System namens Jack bereit. Das werden Sie im ersten Praktikum kennenlernen und werden sehen, wie man damit umgeht. Zur Prüfungszulassung gibt es eine Vorbedingung, nämlich Sie müssen das Testat der Veranstaltung ablegen. Das Testat setzt sich zusammen aus Mini-Projekten und aus Testaten, die hier im Labor live durchgeführt werden. Wir setzen dazu ein System ein, was Ihre Lösungen automatisiert bewertet. Das nennt sich Jack, ist entwickelt worden von der Universität Duisburg-Essen und ist direkt integriert mit der Entwicklungsumgebung Eclipse. Das heißt, wir werden als Entwicklungsumgebung hier Eclipse verwenden, wenn einige von Ihnen das möglicherweise schon kennen. Ich werde auch, wenn ich hier was programmiere in der Vorlesung, immer Eclipse zur Demonstration benutzen. Es gibt 4 Testattermine und es gibt 4 Mini-Projekte. Je Testat gibt es 100 Punkte, je Mini-Projekt gibt es 100 Punkte. Sie müssen für die Prüfungszulassung im Testat 225 Punkte erreichen und im Mini-Projekt 225 Punkte erreichen. Ja, also Sie können jetzt nicht einmal 300 und einmal nur 150 oder so, sondern sowohl in den Testaten 225 als auch in den Mini-Projekten 225. Die Mini-Projekte sind ein Format, was Sie zu Hause bearbeiten können. Das Testat wird in einer begrenzten Zeit hier im Labor abgelegt. Diejenigen von Ihnen, die, ich sehe einige bekannte Gesichter, diejenigen von Ihnen, die das Testat schon haben, aber jetzt die Prüfung noch nicht haben, sind natürlich trotzdem eingeladen, am Testat teilzunehmen. Müssten allerdings dann damit rechnen, dass bei Platzmangel in den Laboren Sie die Ersten sind, die wir wieder nach Hause schicken müssen. Für die Praktikumstermine, an denen auch die Testate stattfinden, gibt es eine Einschreibung, eine Gruppeneinschreibung im Moodle-Kurs. Da müssen Sie sich im Laufe der nächsten 2 Tage für einen Termin entscheiden und eintragen. Die Anzahl der Teilnehmer pro Termin ist begrenzt auf 36. Wer von Ihnen studiert E-Government? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wer studiert E-Government im ersten Semester, Verzeihung? Können Sie mal die Hand richtig hoch machen? Okay, danke schön. Einer ist nicht da. Okay, also 11. Gut. Wer E-Government studiert, trägt sich bitte nicht ein. Das machen wir für Sie. Beziehungsweise Sie werden gar nicht eingetragen und sind für den Termin vorgesehen, der bei Ihnen im Stundenplan steht. Das ist, glaube ich, der Dienstagstermin, meine ich. Ja? Also nicht E-Government. In dieser Woche finden keine Übungen statt und keine Praktika statt. Eine Ausnahme, morgen um 10 Uhr ist im Hörsaal 2 eine Vorlesung. Die zweite Vorlesung von dieser Veranstaltung. Das hängt damit zusammen, dass nächste Woche Feiertag ist, die Vorlesung ausfällt und in der Woche drauf ich im Rahmen einer Akkreditierung eingebunden bin und die Vorlesung nicht halten kann. Deswegen werden wir die vom 10. Oktober vorziehen auf morgen 10 Uhr im Hörsaal 2.
So. Wie bitte? Naja, die eine fällt nicht aus, weil das Feiertag ist. Also es fällt eine aus am 10.10. und die findet morgen statt. So, zum Format hier, Vorlesung. Vorlesung ist sowas, also ich stelle mich jetzt nicht hin und lese was vor, aber im Wesentlichen rede ich und stelle ab und zu Fragen. Und wenn Sie spontane Fragen haben, können Sie die gerne stellen. Die sollten sich aber so eben auf diesem Niveau bewegen wie, warum ist der Index jetzt plötzlich 19 und nicht auf dem Niveau, das habe ich jetzt aber nicht verstanden, können Sie es nochmal erklären? Und auch nicht auf dem Niveau, wie Schalke gegen BVB gespielt hat. Ja? Die Vorlesungen werden per Video aufgezeichnet. Entweder zeichne ich auf mich hier vor der Tafel oder ich zeichne auf, was ich auf dem Computer schreibe. Das ist von Veranstaltung zu Veranstaltung unterschiedlich. Manchmal brauche ich einen Computer, um Ihnen ein paar Beispiele zu zeigen. Dann werde ich eher mit dem Stift auf dem Computer schreiben und das aufzeichnen. Lieber schreibe ich allerdings an die Tafel. Es wird aber noch relativ wenig Veranstaltungen geben, wo ich an der Tafel die Aufzeichnung mache. Das stelle ich über YouTube bereit, also mindestens mal über Moodle und Cybo. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie die Qualität bei YouTube ist. Also so ein, zwei Tage später haben Sie die Vorlesung in der Form, dass Sie sich das wieder anschauen können. Das ist auch meine dringende Empfehlung, ziehen Sie sich das Zeug nochmal rein, wenn Sie irgendwas nicht verstanden haben, nicken Sie Ihr Wissens ins Geschehen, gehen Sie nach Hause und schlagen Sie es zu Hause sofort nach. Ja? Also beispielsweise, wenn Ihnen jetzt, ich erzähle hier was von einem Logarithmus, so als ob ich davon ausgehe, dass Sie wissen müssten, was ein Logarithmus ist, gehe ich im Übrigen von aus, und Sie wissen es aber nicht, dann sofort an dem Tag nach Hause gehen, abends, und sich das nacharbeiten. Ja? Müssen halt von einem gewissen Niveau ausgehen, was Sie haben. Was noch? Genau, Berufsleben hat angefangen. Zum Berufsleben gehört Pünktlichkeit. Seien Sie vor Beginn der Vorlesung hier. Ich habe keine Uhr und schaffe das auch. Wenn es 16 Uhr durch ist, kommen Sie nicht mehr rein. Nicht irgendwie der Bus ist zu spät gekommen oder der Zug ist explodiert oder mein Pferd hat sich erbrochen. Nein, kommen Sie einfach nicht mehr rein. Gehen Sie in die Mensa, machen Sie sich einen schönen Nachmittag und schauen Sie sich die Vorlesung danach auf Video an. Warum ist das so? Zum einen ist es so, Sie stören natürlich 110 andere Teilnehmer, die gerne konzentriert hier zuhören möchten. Das andere ist, es ist einfach Grundsatz der Benimmregeln, dass man pünktlich ist. Im Business-Kontext ist es sowieso nicht entschuldbar, dass man zu spät kommt. Und wenn ich hier vorne stehe, wechsle ich so auf eine andere Bewusstseinsebene. Und wenn dann hier jemand reinkommt, bin ich raus, dann bin ich auch richtig raus. Dann habe ich echt Schwierigkeiten, noch wieder reinzufinden. Sie wissen das. Die Dame hat noch nicht gestört, aber ich hoffe, Sie sind mir nicht böse, dass ich jetzt angesprochen habe, Frau Simic. Ja, also kommen Sie einfach nicht rein. Es gibt keine Entschuldigung, zu spät reinzukommen. Wenn Sie vorher rausgehen müssen, gehen Sie bitte oben hinten raus. So, haben wir noch was vergessen? Ach genau, es gibt, das ist auch im Moodle verlinkt, einen Server des Software-Labors, der heißt SoftLab, ach nee, HTTPS, SoftLab.hochschule. Punkt, Punkt, Punkt. Das finden Sie auch im Moodle, brauchen Sie jetzt nicht mitzuschreiben. Dort gibt es Literaturhinweise, dort gibt es How-Tos dazu, wie man das Eclipse einrichtet, dort gibt es alle Quellcodes, die ich in der Vorlesung anschreibe oder vorführe. Und dort gibt es so Lernkarten. Das ist so eine
sowas Ähnliches wie beim Vokabelnlernen. Kennen Sie vielleicht, dass man das auf so kleine Karteikarten schreibt, man vorne das deutsche Wort drauf, hinten das russische und dann kann man die halt durchmischen und einmal schauen. Und so ähnlich ist diese Web-Anwendung aufgebaut. Es gibt also immer ein Konstrukt der Programmiersprache, ein Beispiel und eine Beschreibung dazu. Und eins davon wird immer zufällig aufgeblendet und Sie können sich dann jeweils überlegen, was sind die anderen, die dazugehören. Und so kann man dadurch die verschiedenen Themen, die wir jetzt sehen werden, durchgehen und sich die Konstrukte verinnerlichen. Sie müssen hier relativ wenig auswendig lernen. Was Sie aber auswendig lernen müssen, ist die Syntax der Sprache. Wir werden als Programmiersprache Java verwenden. Diejenigen, die es schon können, sind jetzt natürlich wieder auf der Sonnenseite. Warum Java? Java ist eine Sprache, die recht einfach zu lernen ist, die sehr mächtig ist und die im Business-Kontext weit verbreitet ist. Also große Informationssysteme werden heutzutage in Java entwickelt. Es gibt so ein bisschen einen Trend, der davon weggeht, der in Richtung webbasierte Systeme geht und dann auf JavaScript eher setzt. Aber gerade in großen trägen Organisationen, wie zum Beispiel Banken, Versicherungen, im medizinischen Umfeld, wird Java voraussichtlich noch mindestens 10 bis 20 Jahre die Sprache der Wahl sein. Also werden wir Java verwenden und die wenigen Konstrukte, die ich hier vorstelle, die müssen Sie auswendig können. Sie müssen wissen, wie eine Bedingung aussieht, wie, welche Operatoren es gibt, was eine Schleife ist. Das sind aber vielleicht 50 Worte. Lassen Sie es 100 sein, mehr sind es nicht. So, als Literatur empfehle ich dringend von Liang Introduction to Java Programming. Das ist ein 1500-Seiten-Wälzer, der steht hier in der Bibliothek. Daran orientiert sich die Veranstaltung so ein bisschen. Viele Übungsaufgaben stammen aus dem Buch. Und das ist also ein sehr profundes Werk, um die Sprache zu lernen. Geschickte unter Ihnen werden möglicherweise auch eine elektronische Version im Internet finden. Aber wir haben es leider nicht als E-Book. Sonst haben wir relativ vieles als E-Book, aber das eben leider nicht, weil der Verlag nicht in unserem E-Book-Portal drin ist. Gut. Wenn ich hier was erzähle und viele zuhören möchten, bedingt das so eine gewisse Ruhe. Also so dieser Lärmpegel, den wir jetzt haben, der ist eigentlich ziemlich gut. Und ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie es hinkriegen, den auch so in etwa auf diesem Niveau zu halten. Ja? Es geht dann eben einfach darum, dass alle, die interessiert sind, tatsächlich auch die Inhalte mitbekommen können. Genau, also diese Woche findet nur noch morgen die zweite Vorlesung statt und ansonsten haben wir in dieser Woche weiter nichts. Ich möchte mal noch so ein bisschen auf die Informatik eingehen, was die Informatik eigentlich ist. Erstmal an Sie so zur Einleitung die Frage, wer von Ihnen kommt von am weitesten her? Das ist eine blöde Frage, oder? Okay, wer kommt von 50 Kilometer oder weiter? 100 Kilometer oder weiter? 200 Kilometer oder weiter? 500 Kilometer oder weiter? 200 hatten wir 3, 500 niemanden mehr, 300 Kilometer oder weiter?
400. Wo kommen Sie her? Stuttgarter Region, Waiblingen. Aha, aus Waiblingen. Schön, dass Sie es hierher gefunden haben. Gut, finde ich gut. Okay, was haben wir jetzt an dem Beispiel gesehen? Wir haben jetzt gesehen, dass man präzise und unpräzise Fragen stellen kann. Informatik ist eine präzise Wissenschaft. Das heißt, Formulierungen müssen präzise sein und sind auch präzise. Wenn ich beispielsweise in einer Übungsaufgabe schreibe muss, dann bedeutet das was anderes als kann oder soll. Oder genau dann, wenn, heißt was anderes als manchmal. Ja? Das ist eine wichtige Eigenschaft der Sprache, dass sie uns erlaubt, uns präzise auszudrücken. Und diese Präzision, die ist eben sehr, sehr wichtig. Und da möchte ich Sie bitten, darauf zu achten, dass die Formulierungen eben präzise sind. Warum ist das noch von Bedeutung? Denken wir mal ein paar Jahre weiter. Sie arbeiten in einem Unternehmen, vielleicht machen Sie IT-Projektgeschäft, schreiben Angebote, dann bekommen Sie Lastenhefte zu lesen. Da schreiben potenzielle Kunden rein, wie die Software beschaffen sein soll. Wenn Sie Sprachpräzision beherrschen, bemerken Sie Inkonsistenzen in diesen Lastenheften und können bei dem Auftraggeber nachfragen, wie das ganz genau gemeint ist. Wenn Sie sowas nicht beherrschen, bringen Sie sich mit Ihrem Angebot möglicherweise um Kopf und Kragen und Ihre Firma in die Pleite. Ja, also das ist von Bedeutung. Es ist auch von Bedeutung, in einem Angebot ganz konkret aufschreiben zu können, welche Leistung man jetzt eigentlich erbringt. Große Software-Systeme, die schreibt man nicht so einfach runter nach der VHIT-Methode, ja, vom Hirn ins Terminal. Einige von Ihnen, die schon programmieren können, werden sicherlich sich häufig was überlegen, ein Programm, was sie schreiben wollen, und dann einfach anfangen zu programmieren. Das ist sicherlich ein Weg, um mit Softwareentwicklung anzufangen. Das ist aber auch der Weg, der in die Softwarekrise geführt hat. Und deswegen hat man versucht man an die Softwareentwicklung mit ingenieurmäßigen Methoden ranzugehen. Das ist die Disziplin des Software Engineerings, werden Sie im vierten Semester hier erleben. Da werden Sie also Methoden kennenlernen, mit denen man Projekte im Zaum hält und dergleichen mehr. Und dort werden Sie eben auch Verfahren kennenlernen, wie zum Beispiel Requirements Engineering, Anforderungsanalyse, präzises Aufschreiben dessen, was eine Software können soll. Ja? Das ist also ganz wichtig. Achten Sie darauf, dass Sie präzise formulieren und auch präzise Formulierungen so verstehen, wie sie aufgeschrieben sind. In der Regel ist nichts zu interpretieren, was wir hier aufschreiben. Die Informatik ist die Wissenschaft zur elektronischen Datenverarbeitung. Das heißt, wir reden hier nicht darüber, wie ein Prozessortakt hochgedreht werden kann, sondern wir reden hier über Konzepte. Und für das Aufschreiben von Konzepten ist es eben auch notwendig, dass wir gewissen Formalismen folgen. Und dazu bedienen wir uns üblicherweise der Sprache, die wir aus der Mathematik kennen, also algebraisches Aufschreiben von Konzepten, Zusammenhängen und Sachverhalten. Das ist also hier auch von Bedeutung. Ja. Informatik ist eine Wissenschaft, die sich mit Problemen anderer Leute beschäftigt. Probleme anderer Leute kennen Sie vielleicht aus der Pflichtliteratur aller Informatiker, Per Anhalter durch die Galaxis. Das ist genau das, womit sich Informatik beschäftigt. Informatik ist keine Wissenschaft zum Selbstzweck. Also ganz wenig Software wird von Informatikern für Informatiker geschrieben. Ja, da gibt es Ticketsysteme, Versionsverwaltungssysteme und integrierte Entwicklungsumgebungen, und dann hört es schon so langsam auf. Aber ein großes Banking-System, ein System für Mautabrechnung, für Stromabrechnung, für das Setzen von Partituren in der Musik, all das sind keine Informatikprobleme, sondern domainspezifische Probleme.
Das noch als kleinen Rat an Sie für die Zukunft. In Richtung Karriere gesehen, Sie werden umso besser, je besser Sie einzelne Domänen verstanden haben. Also ganz oft kommt nach dem Studium eine Spezialisierung in einer bestimmten Domäne. Und da gilt es auch, sich dann rechtzeitig Gedanken zu machen, in welche Richtung man da will. Ja, also jemand, der, sagen wir mal, 10 Jahre als Berater in einem Energieversorgungskontext gearbeitet hat, der kann einfach die schwierigen Worte sagen, wie Liefervertrag und Mittelspannungstransformator und sowas alles. Das können Sie eben nicht, wenn Sie frisch hier von der Hochschule kommen. Ja? Also das ist vielleicht so als Karrierehinweis nochmal von Bedeutung. Domänenwissen wird in der Informatik eben immer wichtiger und man kann nicht alle Domänen kennen. So, dann wollen wir mal aufschreiben, welche Wissenschaften so mit der Informatik in Verbindung stehen. Also Sie müssen übrigens nicht mitschreiben. Ich zeichne das alles auf, also gucken Sie lieber entspannt zu, versuchen Sie es zu verstehen, anstatt hektisch mitzuschreiben. Sie können sich das im Nachgang alles nochmal anschauen. Selbst wenn eine Aufzeichnung schief gehen sollte, können Sie sich die vom letzten Jahr anschauen. Ich erzähle im Wesentlichen dasselbe. Aber es ist in 2 Jahren noch nie eine Aufzeichnung schief gegangen. So, also wir haben einmal hier die Mathematik. Wir haben die Physik. Und wir haben hier Domänen, nenne ich das mal, also dritte. So, und irgendwo hier drin steckt die Informatik. Ja? Was haben wir an Schnittmengen mit den einzelnen Fächern. Da haben wir hier einmal die theoretische Informatik. Da geht es um so Fragestellungen wie Berechenbarkeit, wie Terminierung. Also kann ich für ein Problem überhaupt eine Lösungsvorschrift angeben? Endet der Ablauf des Programms in endlicher Zeit? Solche Fragen stehen damit in Zusammenhang. Formale Sprachen. Ja, wir beschäftigen uns mit Programmiersprachen hier. Darunter sitzen im Wesentlichen dieselben Konstrukte, wie Sie auch aus den natürlichen Sprachen kennen. Grammatiken gibt es in der Informatik genauso. Vielleicht haben manche von Ihnen schon mal was von Chomsky gehört. Das ist ein sehr berühmter Sprachwissenschaftler. Nach dem sind wesentliche Konstrukte der formalen Sprachen und der Grammatiken benannt. Ja, der ist Linguist, der hat eigentlich mit der Informatik nichts zu tun, aber die Konzepte der Linguistik treten eben im Zusammenhang mit den formalen Sprachen auch in die Informatik ein. Berechenbarkeit, hatte ich schon gesagt. Können wir ein Problem überhaupt algorithmisch lösen? Was das bedeutet, sage ich gleich noch. Und Komplexitätstheorie. Wie schwierig ist es, ein Problem zu lösen? Ja, es gibt Probleme, für die lässt sich zwar eine Lösung angeben, der Lösungsweg ist aber so komplex, dass es sich nicht lohnt, dafür überhaupt ein Computerprogramm zu schreiben. Das sind Fragen, die wir im nächsten Semester in Algorithmen und Datenstrukturen uns anschauen werden.
Im Zusammenhang mit der Physik haben wir die technische Informatik. Ja, da haben wir sowas wie Hardware, Schaltkreise, vielleicht Robotik, also das, was man vielleicht als Dirt People bezeichnen würde, also wo man Sachen in die Hand nehmen muss. Ja? Also alles, was mit Software zu tun hat, nimmt man ja einfach nicht in die Hand. Aber dieses Zeug nimmt man in die Hand. Da werden Sie im Zusammenhang mit dem Fab Lab in Kontakt kommen und vielleicht das eine oder andere Hübsche dort bauen können. Ja, was haben wir an Domänen? Das hatte ich schon gesagt. Lösungen vielleicht für die Betriebswirtschaft. Denken Sie an SAP. Haben Sie bestimmt schon mal gehört. Eine große Lösung für Unternehmen, um Finanzbuchhaltung, Personalverwaltung, Produktionsplanung, Steuerung, Abrechnung und so weiter durchzuführen. Dann haben wir Ingenieurwesen. Ja, Statikberechnung von komplizierten Dächern. Denken Sie an die Elbphilharmonie. Ohne Informatik nicht denkbar. Und viele weitere, das hatte ich vorhin schon angerissen. Und dann gibt es noch einen Bereich der Informatik, der komplett in der Informatik drinsteckt. Und das ist die praktische Informatik. Das sind so ein bisschen teilweise selbstbezogene Themen, wie zum Beispiel Computergrafik. Ja, beim Professor Jurgel werden Sie sich mit Grundlagen von Computergrafik und von Animationen und sowas auseinandersetzen, werden sehen, dass was dahinter steckt, reine Mathematik ist. Diese Themen. Datenbanken. Gibt es auch eine Veranstaltung im dritten Semester, meine ich. Betriebssysteme. Und natürlich die Programmierung. So, und im Zentrum all dieser Themen steht halt ein Handwerk, stehen erstmal Algorithmen. Und steht ein Handwerk, das ist die Programmierung. Das ist das grundlegende Handwerkszeug von Informatikern, programmieren können. Ja? All diese Dinge sind in irgendeiner Form mit strukturierten Handlungsanweisungen, die ein Computer ausführen kann, verbunden. Und das sind eben Programme. Und deswegen setzen wir uns damit auseinander, weil wir eben in der Lage sein müssen, ein Problem oder eine Problemlösung computergerecht aufzuschreiben. Jetzt hatte ich dort angeschrieben Algorithmen. Ich will einmal kurz sagen, was ein Algorithmus eigentlich ist. Ein Algorithmus ist eine endliche, das ist ganz wichtig, Folge von Einzelanweisungen. Und aus so einem Algorithmus, wenn man den einmal hat, kann man relativ leicht ein Programm machen. Was sind Algorithmen, die Sie kennen? Kochbücher. In Kochbüchern stehen Algorithmen, Rezepte. Ja? Nimm einen halben Elefanten und 500 Liter Milch und lasse das Ganze 24 Stunden auf kleiner Flamme garen. Das wäre ein Rezept. Ja? Oder telefonieren. Das wäre jetzt natürlich sprachlich aufgeschrieben. Oder früher gab es in Fußgängerzonen so Kästen, die waren verglast und da hing ein Telefon drin. Fragen Sie Ihre Eltern, die kennen das vielleicht noch. Und an so einem Telefon klebten 4 oder 5 Aufkleber. Und da waren so Bilder drauf. Hörer abnehmen, Geld einwerfen, wählen, sprechen. Ja? Das auch eine Sprache,
diese Piktogramme. Und dieser Algorithmus, den wir da sehen, ist eben, oder diese Beschreibung ist eben genau so ein Algorithmus, eine Handlungs-, eine Folge von Einzelanweisungen. Oder nehmen wir sowas wie Aufbauanleitungen von großen schwedischen Möbelhäusern. Ja? Schlagen Sie Schraube K in Platte M so lange, bis böse X hinten rausfällt oder sowas. Ja? Also das sind, sowas sind Algorithmen. Und was ist jetzt ein Programm? Ein Programm ist ein Algorithmus für einen Computer. Also so eine Handlungsanweisung aufgeschrieben in einer Sprache, die der Computer versteht. Beispielsweise if a größer, ja. Größer b, dann mach irgendwas. Ja, das ist jetzt was leicht Verständliches. Wenn der Wert von a größer ist als der Wert von b, dann mach das, was dahinter kommt. Was tatsächlich jetzt passiert ist, dass ein Stück Software, das nennt sich Compiler, daraus eine Folge von Nullen und Einsen macht, die der Prozessor dann eben verarbeiten kann. Ja? Moment. So. Ja, also tatsächlich geht es darum, in binären Zahlen aufgeschriebene Folgen durch so einen Prozessor durchzuschieben und damit Ereignisse auszulösen. Das Schöne daran ist, Sie müssen das hier nicht beherrschen, sondern nur das. Ja, also das sind halt Dinge, die man einfach so lesen kann. Was sind jetzt solche Einzelanweisungen? Zum Beispiel sowas wie halbiere x. Ja, das wäre so eine Anweisung. Oder erhöhe z um 1. Was x und z sind, ist jetzt mal egal. Ja, aber in Programmen, auch wenn sie eigentlich mit Zahlen erstmal nichts zu tun haben, sind ständig Zahlen im Spiel. Ja, also auch wenn der eigentliche Anwendungsfall, sagen wir mal, keine Ahnung, irgendein First-Person-Shooter ist, wo es nur, wo die einzige Zahl die Anzahl der Frags ist, dann haben Sie trotzdem unheimlich viele Zahlen, die in dem Programm verarbeitet werden. Und die Zahlen, die müssen irgendwo gespeichert werden und dafür gibt es Schachteln. Und diese Schachteln nennen sich Variable. Und was das genau ist, werden wir in der nächsten Vorlesung morgen sehen. Ja? Und diese Schachteln, die brauchen einen Namen und unter diesem Namen kann man dann den Wert jeweils ansprechen. Erkläre ich Ihnen aber morgen noch mal ein bisschen ausführlicher. Dann gibt es auch so strukturierte Anweisungen. Ja? Das hier könnte ja heißen, falls nicht abgehoben wird. Ja, also falls die Anzahl der Klingeltöne größer ist als die erlaubte Anzahl der Klingeltöne, tu irgendwas, ja, das dann automatisch aufgelegt wird. Das hat sich in den letzten Jahren entwickelt, wenn Sie mit dem Handy telefonieren, dass nach irgendwie 10-mal klingeln oder so automatisch die Verbindung beendet wird. Ja, das war früher nicht so. Da steckt sowas vielleicht dahinter. Ja, das sind strukturierte Anweisungen. Und es gibt strukturierte Anweisungen, die dafür sorgen, dass Programmteile wiederholt werden. Wenn Sie jetzt nicht einen halben Elefanten kochen wollen, sondern 20, ja, dann wird eine sogenannte Schleife ausgeführt, die zum Beispiel sagt, solange noch nicht alle satt sind, koche einen weiteren Elefanten. Ja? Das sind Dinge, die dann die eigentliche Dynamik in die Programme reinbringen und das wollen wir uns jetzt einmal im Beispiel anschauen. Wäre nett, wenn Sie mich warnen könnten, wenn dieses Ding mit hochfährt. Ich vergesse das relativ regelmäßig. Insbesondere an der hinteren Tafel ist es sehr perfide.
Haben Sie eine Vorstellung von öffentlichen Budgets? So. Also ich schreibe jetzt einfach mal so eine Handlungsanweisung auf und wir gucken dann mal, was da passiert. Ja? Also, lies X ein, wie auch, was auch immer X ist und wie auch immer, wo auch immer das herkommt. Dann sagen wir, setze Z auf 0. Nee, wir schreiben 0. Achso, das ist eine 0? Ich schreibe die manchmal so, werden Sie bei den älteren Kollegen auch so sehen, das ist einfach eine sichere Unterscheidung vom O. So, und dann, solange x ungleich 1, tue das Folgende. Nämlich falls x gerade halbiere x und sonst verdreifache x und erhöhe um 1. So. Und immer wollen wir z um 1 erhöhen. Und wenn die Schleife durchgelaufen ist, sagen wir, gib z aus. Ja, also, was sehen wir jetzt hier? Ich habe das schon so ein bisschen aufgeschrieben wie eine Programmstruktur. Was eingerückt ist, bezieht sich immer auf das, was darüber steht. In Java werden Sie sehen, morgen haben wir da dafür geschweifte Klammern. Also sozusagen, das geht bis hier. Dieses sonst geht bis hier. Und dieses solange geht bis hier. Also solange x nicht 1 ist, wird geprüft, ob x gerade ist und gegebenenfalls reagiert. Sonst wird was anderes gemacht und immer z um 1 erhöht. So, und wenn dann irgendwann x mal 1 geworden ist, wird das z ausgegeben. Jetzt wollen wir uns das einmal anschauen. Wir machen jetzt einen sogenannten Trace. Wir haben also ein Programm vor uns, laufen einmal durch das Programm durch und versuchen uns vorzustellen, oder nicht versuchen, sondern tun es, stellen uns vor, wie die einzelnen Werte in dem Programm sind. Also, wir haben x und wir haben z. So, am Anfang ist x nicht definiert und z nicht definiert. Ja, ist ja noch nichts passiert. So, jetzt lesen wir x ein. In der Praxis könnte man sich vorstellen, wir haben eine Tastatureingabe und da gibt man eine Zahl ein. Oder wir haben einen Dialog mit einem kleinen Eingabefenster und einem OK-Button und da steht dann x-Doppelpunkt und wir geben dort die Zahl ein. Irgend sowas. Und das tun wir jetzt und wir sagen mal, x sei 3. Z ist immer noch undefiniert. Was Sie jetzt sehen, ist, so ein Programm läuft von oben nach unten. Das ist ganz wichtig. Ja, also es geht oben los und es läuft nach unten, zeilenweise, Zeile für Zeile. Die Struktur in dem Programm sorgt nur gegebenenfalls dafür, dass einzelne Zeilen übersprungen oder wiederholt werden. Ja, also sehen wir jetzt gleich noch ein Beispiel. So, jetzt setzen wir z auf 0. X ist nach wie vor 3. Dann, solange x ungleich 1 ist, das ist offensichtlich ungleich 1, prüfe, ob x gerade ist. Ist es nicht. Also
sagen wir jetzt, verdreifache x und erhöhe um 1. Das heißt, x wird jetzt 10. Z ist weiter 0. So, dann sind wir mit dem Verdreifachen und Erhöhen irgendwann fertig und dann erhöhen wir z um 1. Und x ist weiter 10. So, immer wenn wir die Schleife einmal bis zum Ende durchlaufen haben, müssen wir oben nochmal gucken, ob die Bedingung hier noch gilt. X ist ungleich 1, also betreten wir wieder die Schleife. Jetzt ist x gerade, also halbieren wir x. Das heißt, wir haben jetzt hier 5, z ist nach wie vor 1. Dann springen wir über den Sonst-Teil drüber. Also wenn wir in den ersten Teil reingegangen sind, sonst, klar, also da springen wir jetzt drüber und erhöhen z um 1. So, und jetzt geht das so weiter. Ich glaube, das Prinzip haben Sie jetzt verstanden. Ich schreibe jetzt mal ein kleines bisschen schneller. Jetzt prüfen wir wieder, ist x ungleich 1, ist ungleich 1. Es ist nicht gerade, wir gehen also hier unten hin, verdreifachen und erhöhen um 1. Dann sind wir bei 16, das bleibt 2. Jetzt erhöhen wir wieder 3 und 16. Wir gehen wieder hoch, prüfen, ist x gleich 1. Nein, also müssen wir weitermachen. Manche von Ihnen werden sehen, dass wir jetzt immer gerade sind. Ja, wir halbieren jetzt einfach immer nur. 16, 8, 4, 2. Okay, also wir halbieren x auf 8, z bleibt 3. Gehen runter, z wird 4, x bleibt 8. Nächster Durchlauf, es ist wieder gerade. Wir halbieren, z ist 4. Jetzt wird z 5 hier unten. Es geht weiter oben. So. Falls x gerade, halbiere x. Das machen wir. X ist 2, z bleibt 5. Jetzt geht es weiter. Z wird um 1 erhöht. X bleibt, wie es ist. Jetzt gehen wir hoch. Prüfen, es ist gerade. Halbieren, das bleibt gleich. Jetzt wird unten erhöht auf 7, das bleibt gleich. Und jetzt, Jahre sind vergangen, kommen wir hier oben an und sagen, oh, die Bedingung gilt nicht mehr. X ist nicht mehr ungleich 1. Jetzt wird die Schleife komplett übersprungen, nicht nochmal ausgeführt. Und dann wird z ausgegeben und das wäre hier die 7. Was hat jetzt unser Z gemacht? Wir haben eigentlich in dem Z einfach nur gezählt, deswegen heißt es auch Z für Zähler, wie oft wir durch die Schleife gelaufen sind. So, ich will das nochmal an einem anderen Beispiel verdeutlichen oder nochmal ein anderes Beispiel zeigen, um Ihnen etwas zu verdeutlichen, was eine gute Nachricht für Sie ist. So, ich meine, es wäre 7. Ja. So, wir fangen jetzt mal, ich lasse jetzt mal diesen ganzen Kram drumherum weg. Wir fangen jetzt mal mit 7 an. Z ist 0. So. Wie geht's weiter? Sagen Sie mal. Genau, 22. So, sagen Sie mal einfach die Zahlen. Was ist die nächste Zahl? Wie geht es jetzt weiter? Ja? Geht die auf 11? Genau, jetzt 11 und 2. So, wie geht es weiter? Sagen Sie mal. Sie. Wir gehen jetzt hier die Reihe durch. Genau, 34. Und 3. Wie geht's weiter?
sehen. 17 und 4, schönes Spiel. So, wie geht's weiter? 52 und 5. Wie geht's weiter? Frau Sunic. Gut, Sie, wie geht's weiter? Wir sind bei 52. Genau. 26 und 6. So, Sie darüber. Und 7. So, sagen Sie mal, wie geht's weiter? 40 und 8. So, weiter. 20 und 9. Und weiter. So, reden Sie, sagen Sie einfach, ja? 10 und 10. So, und was sehen wir jetzt? Jetzt sind wir da. Also, da kommt jetzt dazu 11, 12, 13, 14, 15, 16. Also 16 Durchläufe, wenn das mit 7 anfängt. Ja, das sind ja relativ übersichtliche Zahlen, mit denen wir hier anfangen. Und das geht ja hier so wild durch den Gemüsegarten des Zahlenwaldes. Tatsächlich ist das eine Funktion, die nennt sich die Kollatz-Funktion. Die hat sich ein Herr Kollatz ausgedacht. Schon vor längerer Zeit. Und es ist nicht bekannt, zumindest war es bis vor 3 Stunden nicht bekannt, ob diese Funktion für alle Eingaben, die wir machen, überhaupt terminiert. Also ob es immer bei 1 endet. Ja, man kann das natürlich jetzt ausprobieren bis 168 Milliarden, aber ein mathematischer Beweis ist nach wie vor ausstehend dazu. Was sehen wir jetzt hier ran? Das ist ja jetzt eine relativ übersichtliche Beschreibung. Ja, das ist ein mickriges Programm, nicht besonders umfangreich. Das entwickelt aber eine sehr beeindruckende Dynamik, die man nicht auf den ersten Blick versteht. Oder vielleicht auf den ersten Blick versteht, aber die eben auch Überraschungen bereithalten kann. Und was bedeutet das jetzt für Sie? Das bedeutet einerseits, dass es Probleme gibt, die wir nicht lösen können, und andererseits aber, dass Sie wahrscheinlich auf sehr, sehr lange Sicht einen Job haben werden. Ist auch nicht schlecht. Ja? So. An der Stelle würde ich es für heute erstmal gut sein lassen. Morgen schauen wir uns mal an, wie das in Java aussieht und beschäftigen uns so mit so ein paar grundlegenden Strukturen der Sprache. Danke für die Aufmerksamkeit.